Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 19 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrak hat er geschrieben, ne? Da ich aufpassen soll, hier, wenn ich das Wasser da rauslasse, wenn da nur eine Wand ist, dass ich da nicht ein Problem mitkriege. Okay, weiß ich Bescheid. Ich meine nicht die Stromregelstation, sondern ich meine natürlich einen Transformator. Da hast du vollkommen recht, Mordrak. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir dann weiterkommen, ne? Das ist natürlich jetzt klar. Ich weiß nicht, hatte der Mordrak noch was geschrieben? Ich glaube, das waren die zwei Punkte jetzt, die ich gerade im Sinn habe. Ja, wir müssen gucken, dass wir weiterkommen. Aber das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Ja, hier ist das mit dem Wasser, hatte der Mordrak mir ja geschrieben. Das wollen wir dann mal gleich vorsichtshalber so machen. Diese ist sowieso, ne, Wand ganz gefährlich, weil da das Wasser dann wirklich durchbricht, diese Wände. Diese weiß ich jetzt gar nicht, aber okay, wenn das so ist, dann wollen wir da mal aufpassen, ne. Also, wenn das noch zwei, dann hat der Mordrak ja gesagt, dann muss ich hier auch noch aufpassen. Dann graben wir erstmal bis dahin und gucken dann weiter. Essen, wie sieht's aus? 0 Kilokalorien, das ist schlecht. Wir haben hier 84%, da 91%, das geht. Hier kann man einmal ernten. Es geht irgendwie nicht so ganz so voran hiermit, ne? Da sind wir schon soweit. Da gibt's Sauerstoff. Hier unten läuft die Dingens, Batterie. Wir haben aber noch kein Kabel. Kabel war in der Forschung. Ja, dauert noch einen Moment. 14 von weiß ich wie viel. Das müssen wir noch fertig kriegen. Wie weit ist denn, wird geforscht? Zurzeit nicht geforscht, schade. Also wird schon geforscht, aber es ist keiner dran. Das ist nicht gut. So, wie geht's weiter? Ja, das ist doof, die Kohle wird verballert in dem Sinne, ne? Wie sieht's hier mit dem Sauerstoff aus? Na, der steigt dann nach oben. Müssen wir da auch noch weiter gucken, dass das vorankommt hier. Forschen tut keiner zurzeit. Da ist jetzt eine Erntephase. Hier werden jetzt tatsächlich schon weitere Arbeiten gemacht, um das hinzukriegen. Hier wird gerade der Fingerhutschilf geerntet. Ja, gestaltet sich noch ein bisschen schwer, ne? Wie weit ist er hier? 96 gibt es auch gleich. 600 Kalorien. Und das gefällt mir ja gar nicht hier mit dem schmutzigen Wasser da dran. Aber ist halt passiert, ne? Dieses Teil hier könnte man tatsächlich schon abbauen. Dünger. Okay. Ach, jetzt weiß ich, was der Mordrak geschrieben hat. Das Schleim brauchen wir für den Pilz. Und wenn wir keinen Schleim haben, der keimfrei ist, dann haben wir ein Problem. Das können wir ja mal gerade gucken. Wo ist denn jetzt hier der... Da ist er. Hier sieht's alles nach Schleim aus. Lass uns mal gucken. Der ist auch schleimhaltig. Hier ist kein Schleim, da ist Schleim. Der ist aber auch kontaminiert. Hier unten gibt's da was. Ich glaube, dieser hier ist ohne, oder? Nee. Auch nicht ohne, alles mit. Hier sehen wir nichts mehr. Hier unten ist noch Schleim. Auch. Alles schlechter Schleim hier. Gut, hier hatten wir schon geguckt, das war am Anfang, ne? Da ist überall was. Naja, okay, da müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Aber Schleim gibt es ja auch von dem Puff, oder? Pufflets oder Puffs. Da müssten wir dann gucken, dass wir da welche kriegen. Hier kann man zweimal ernten, das ist schon mal gut. Wer verhungert gerade? Bestimmt Ellie, oder? Ne, Catalina verhungert, oder was? Hat aber noch 900 Kalorien und holt sich wahrscheinlich hoffentlich was. Hoffentlich was. Hier ist die zweite Pflanze fertig. Ja, wir müssen hier weiterkommen. Ach, hier oben wollen wir weiterkommen, ne? Was fehlt denn hier jetzt? Bauauftrag, Kupfererz 100 Kilo. Wir haben kein Bau, kein Kupfererz oder was. Aber Erz ist es ja, ne? Nicht Kupfer. Obwohl, da können wir definitiv mal ein bisschen mehr machen. Ja, auf 10 ruhig.
Und der Erz, das Erz ist ja hier, ne? Da natürlich auch, aber da kommen wir gerade nicht dran, aber hier kommen wir doch dran, oder? Wie sind die Prio? Mach mal die Prio bei den beiden auf 7. Und das ist aber eine mit Wasser, ne? Und hier die, jawohl, da sind schon zwei gebaut, aber da fehlt es natürlich an dem Wasser noch. Wo kommt jetzt das schmutzige Wasser hin? Welche Pflanze kriegt das? Forschung abgeschlossen. Okay. Dann lass uns die Forschung vorantreiben und es ist wichtig, dass wir das Kabel haben für die Batterie. Wir machen jetzt den Transformator. Wo ist Strom? Da ist Strom. Die Rutschstrang haben wir natürlich auch noch, aber ich würde hier erst gerne weitermachen, weil da ist der kleine Transformator, der uns den Stromfluss begrenzt, damit die Leitungen nicht Schrott gehen. Ne? Oh, was haben wir denn hier? Chlorgaschlot. Haben wir den schon die ganze Zeit gesehen? Nee, ne? Oder doch? Nie darauf geachtet wahrscheinlich. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell nicht da, sondern da die Datenleitung packen. Ne, die Brücke wollte ich nicht. Ich wollte nur einfach eine Leitung. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, wie schnell das geht, ne? Ich glaube, die Prio setzen wir da mal hoch, damit die Kohle nicht so verballert wird. Okay. Verhungern, immer noch. Lindsay verhungert. Lindsay hat aber noch genug Kalorien. Wir haben aber keine mehr da. Aber hier kann man noch ernten. Und hier ist oben der Dingens fertig. Ja, da müssten wir mal gucken, was wir da einpflanzen. Ne? Die Pilzspore braucht Dunkelheit und sowas. Und ja. Muss mit Rohren bewässert werden. Okay, dann ist das ja unser Teil, was wir da jetzt reinpflanzen wollen. Machen wir das richtig? Ja, ne? Einstellung übertragen. Das wollte ich machen. Gut. So, und dann müssen wir da Wasserleitung hin haben. Und wenn wir die Wasserleitung haben, dann müssen wir weiter gucken, ne? Hier geht es auch nicht voran. Ich würde das mal abbrechen und lieber das Mehlholz dahin pflanzen wollen. Vielleicht klappt das ja. Hier fehlt es aber an Wasser wegen der Bewässerung. Macht natürlich keiner, weil, ne? Ja, ein größeres Problem das ist. Ist hier schon die Leitung gemacht? Tatsächlich, eine Leitung ist gemacht. Da wurde jetzt die Mehl ausgeholt. Verhungern tut gerade keiner, aber naja. Da wird was aufgenommen. Kohle. Wie weit sind wir da mit den Leitungen? Ist schon angeschlossen, oder? Das ging fix mit den mit der Datenleitung, ne? Signalschalter haben wir hier noch und Duplikantenbewegungssensor. Okay. Das ging flott. Das ist auch gut so, weil der jetzt nicht mehr dauerhaft arbeitet, ne? So, das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir jetzt den Trafo kriegen, damit wir da weiterkommen. Das war die Leitung nicht kaputt machen. Forschung abgeschlossen, kann weg. Und wir haben Kolonieerfolg errungen. Rotes Licht, grünes Licht, ja, Automatisierung, alles klar. Sehr schön. Lange Arbeitswege haben wir jetzt noch, ist auch gut. Dann machen wir die Rutschstange demnächst mal. Was fehlt denn hier? Wasser. Es fehlt Wasser. Das heißt, die Prio muss doch da viel zu niedrig sein, oder? Ist aber hoch genug. Komm, dann machen wir hier mal eine 7 raus. Und da auch. Die Rohrleitungen sind hier auf 3. Deswegen werden die auch kaum gebaut, ne? Naja, okay, da müssen wir dranbleiben. Nahrungsmangel. Ein Hatch ist da eingegraben. Hier ist auch noch was. Ich glaube, wir gehen mal mit Graben gerade auf die 9 und schauen zu, dass wir hier sowas kriegen. Aber das fällt dann runter, das bringt uns da wenig. Hier können wir einen ausgraben.
Hier gibt es jetzt gerade nirgendwo was. Da ist mir zu riskant wegen kontaminierten Dingens, Schleim. Hier können sie rüber, da können sie hin. Das heißt, sie könnten auch dieses beides ausgraben. Hier ist nichts. Da kommen wir nicht hin wegen dem da. Auch gut gelaufen, ne? Was machen wir hier für einen Gang? Ach, da ist ein Dingens, da geht die Reise hin. Hier kommen wir natürlich, glaube ich, nicht hin, oder? Könnte, nee, doch, da können sie runter, da. Könnte vielleicht klappen, den da rauszuarbeiten. So, das bedeutet, wir schauen mal gerade, ob wir hier eine Batterie hinkriegen, die auch intelligent ist. Beim Laufrad? Ich weiß nicht. Eigentlich müssen wir mehr Batterien bauen, ne? Hier noch eine hin? Komm, das machen wir auf jeden Fall. Oder? Ne, es ist Quatsch da. Wir müssen mal erstmal einen warmen Bereich finden. Der wäre ja hier oben. Und in dem warmen Bereich können wir dann auch eine Batterie bauen. Und da nämlich noch ein Kraftwerk hinsetzen werden, oder? Haben wir das hier so richtig gemacht? Hier sind die Etagen. Da ist eine Etage. Dann wäre da wieder eine Etage, ne? Also das ist jetzt nur, damit wir da zum Dingens kommen, oder? Hier ist sowieso schon warm, also spielt es ja keine Rolle, ob es da noch wärmer ist, oder? Und dann Strom. Stellen wir hier die Batterie hin. Und daneben kann ruhig noch so ein Teil hin, oder? Dann verlegen wir noch ein paar Kabel hier. Warte mal. Den Trafo haben wir noch vergessen. Das heißt, die Batterie reißen wir ab. Reiß das auch nochmal ab. Mach das Schrittchen noch weiter her. Wegen der Pflanze geht das nicht. Dann muss die entwurzelt werden. Und nee, machen wir nicht. Die Batterie kommt da hin. Warte mal, hier muss die. Ach so, die Band wäre ja auch hier hin zu machen. Aber dann lassen wir das schon so. Ich glaube, die hat auch zwei dieser Dingens. Kommt der dahin? Ah, den hätten wir, glaube ich, eben stehen lassen können, ne? Kabel kommt dann dahin. Und das Datenkabel kommt natürlich auch dahin. So, dann sollte das erstmal funktionieren. Und ja, dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Dauert ja erstmal eine Weile, bis das hier gemacht wird, oder? Graben wir da noch ein bisschen frei. So, auf 3. Und dann gucken wir mal. Essen immer noch 0, aber keiner ist am Verhungern. Das ist ja schon mal was Positives. Ja. Hier ist jetzt erstmal Ruhe, das ist schon mal gut. Batterie hat noch Strom. Was macht Ellie jetzt hier? Also hier sind wir dann wie in der, wie heißt es? Mordrak, das sagte dann ganz auf riskant, ne? Kohle wird da gerade weggeräumt. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall fast 5 Tonnen Kohle. Das ist ja schon mal was. Aber unsere Farm muss weitergehen. Hier sind jetzt schon 2 drin, aber kein Wasser da. Jetzt müssen wir uns ums Wasser kümmern, das hat anders keine Dingens, sag schon. Was haben wir hier eigentlich für Granit?
Dekoration plus 20, wir sind plus 15. Okay, das ist sowieso schon das beste Material, was wir da gerade machen, ne? So läuft's erstmal, oder? Das ist allerdings Schmutzwasser, ne? Haben wir denn schon einen Filter? Ne, ich glaube nicht, ne? Sanitär war, glaube ich, der Filter, wenn, oder? Nö, den gibt's da noch nicht. Wir nehmen dann schmutziges Wasser. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Düngung, Erde. Warte mal, wir können das immer hier nachgucken. Ein verschmutzter Sauerstoff wird da gebraucht, aber von Wasser steht hier gar nichts, oder wie sehe ich das? Ich dachte, wir brauchen Dingens da. Die Farm hätte ich gerne ausgewählt. Anforderung, Flüssigung ins Eingangsrohr. Was da reinkommt, das spielt keine Rolle, ne? Aber da wächst auch nicht das, was wir wollen. Felsbox, Oxyfarnsamen, Dornblütensamen. Ich glaube, die Dingens, die Mehllaus, die braucht, dann kann da gar nicht wachsen. Das ist hier falsch. Okay, dann entwurzeln wir die da. Und die entwurzeln wir da auch. Und hier ist es natürlich das gleiche in grün, bringt ja dann nichts. Und wenn die entwurzelt sind, dann können wir die anderen da einpflanzen, ne? Die Sinn machen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.